Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute melde ich mich wieder aus dem Rathaus. Es war eine sehr ereignisreiche Woche. Sie haben viele Informationen bekommen von der Bundesebene, von der Landesebene und zunächst gibt es ja sehr erfreuliche Entwicklungen. Die Fallzahlen sind stabil, beziehungsweise hier im Kreis Borken, das gilt auch für die Stadt Borken, sind sogar heruntergegangen. Wir haben erstmal unter 30 aktuell Infizierte, das ist sehr erfreulich. Und die Folge eben für diese erfreuliche Entwicklung ist, dass auf Bundesebene wie auf Landesebene ja verkündet worden ist, dass wir jetzt erste Lockerungsmaßnahmen durchführen und dass wir schrittweise wieder in das gesellschaftliche Leben einsteigen wollen. Was heißt das für Borken? Ja, für Borken ganz besonders heißt das, dass die Schulen ab Donnerstag wieder öffnen und zwar für all die Schülerinnen und Schüler, die quasi Prüfungen absolvieren müssen. Wir haben uns gerade heute Morgen noch mit allen Schulleitungen abgestimmt, haben sehr enge Hygienemaßnahmen in Vorbereitung, die wir durchführen werden. Wir werden allen Schülerinnen und Schülern Mund-Nasen-Masken, die auch wiederverwendbar sind, zur Verfügung stellen. Aber auch dem Lehrerpersonal wird die Stadt entsprechenden Schutz zur Verfügung stellen und hoffen, dass damit die Schulen auch wieder langsam in ihre Tätigkeit einsteigen können. Und die Busse, die Schulbusse werden zum Donnerstag wieder hochgefahren. Also alle Schülerinnen und Schüler werden auch zu den Schulen transportiert. Dennoch auch appelliere ich an die jungen Menschen, dass sie sich nach wie vor an die Hygienemaßnahmen wirklich halten, den Abstand wahren und ich wünsche ihnen einen guten Start in den Schulunterricht und insbesondere auch Erfolg für ihre Prüfungen. Ja, ein weiteres wichtiges Thema für uns ist die Öffnung des Einzelhandels. Grundsätzlich sehr erfreulich. Ich glaube, darauf haben wir alle gewartet. Dennoch gibt es einige Punkte, die ich auch kritisch anmerken möchte, insbesondere die 800 Quadratmeter Größenregelung, die ich ja grundsätzlich für richtig halte, aber dass es größeren Geschäften nicht ermöglicht wird, ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu reduzieren und damit auch eine Gleichbehandlung aller Einzelhändler möglich ist. Dafür habe ich kein Verständnis. Das haben wir heute auch auf Kreisebene mit dem Landrat und mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern noch zum Ausdruck gebracht, haben entsprechende Schreiben auch an Land und Bund auf den Weg gebracht. Und ich hoffe sehr, dass sich das jetzt kurzfristig ändert, dass es da einheitliche Regeln gibt, weil das Wichtige ist ja, dass auch im Einzelhandel die Hygiene Maßnahmen eingehalten werden, dass nur begrenzt Besucherinnen und Besucher in die Geschäfte können, dass dort der Abstand gewahrt wird und dass alle Vorschriften der Hygiene auch eingehalten werden. Und ich bin da ganz sicher, dass der Borkener Einzelhandel das befolgen wird. Von daher meine Empfehlung, nutzen Sie natürlich dieses Angebot, aber nutzen Sie es nach wie vor sehr bedacht. Also bitte gehen Sie nicht alle am Montag direkt los, sondern verteilen Sie sich. Schauen Sie, dass nicht zu viele Menschen in den Geschäften sind. Halten Sie auch da Abstand und genießen Sie dieses Stückchen wieder gesellschaftliches Leben. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir sukzessive auch die nächsten Schritte gehen können. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis bald.